Hallo liebe Trader-Kollegen, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. Hier heute der Tagesausblick am frühen Morgen, 10.05., also Freitag, letzter Handelstag dieser Woche. Bitte stoppt dieses Video und lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzung ist keine Anlageempfehlung. So, der Handelsstreit zwischen USA und China eskaliert so langsam. Also ab heute sind Handelszölle auf 25% erhöht worden. Das ist mit Sicherheit kein ideales Umfeld für weiter steigende Kurse hier an den Weltmärkten. Da gehen wir jetzt gleich mal rein in die üblichen Verdächtigen und schauen uns hier den VDAX an. Der VDAX New ist heute von der Volatilität sehr hoch gestiegen, nach wie vor über dem Bereich von 17,86. Das ist ein Indiz, dass der Markt eher seitwärts läuft, weiter fallende Kurse abbilden kann, weil hier sich einfach auch die Institutionellen sich unsicher sind und hier auf einem Abschlag an den Weltbörsen oder hier speziell an der DAX damit rechnen. Die rechtlichen üblichen Verdächtigen ist das Gold. Das Gold kann momentan, wenn man das jetzt nur auf den DAX projizieren würde, natürlich hat Gold auch noch ganz andere Einflüsse, es ist ein weltweiter Rohstoff oder ein weltweites Edelmetall. Jetzt nur allein auf den DAX abzuleiten, ist normalerweise nicht richtig, das ist auch mir bewusst, aber ich nehme es als Indikator rein für den DAX. Und das Gold konnte jetzt momentan, der DAX ist ja in einer schönen Abwärtsbewegung, in einer Korrekturbewegung zur Unterseite hin, konnte das Gold nicht zur Oberseite hin profitieren, trotz dieser Zollandrohung und jetzt eintretenden Zölle der USA. Also hier ist keine Flucht in den sicheren Hafen aktuell zu erkennen. Beim Gold gehe ich nach wie vor aus, dass wir in einer schönen Abwärtsbewegung sind, die dann irgendwann einmal den Bereich 1238 erreichen könnte. Das WTI-Öl, hier haben wir ja den Short-Trigger drin, auch das läuft seitwärts. Hier ist momentan die politische Luft hier rausgelaufen aus dem Markt und auch hier gilt, wir haben hier eine schöne intakte Aufwärtsbewegung. Das hier ist momentan nur eine Korrektur. Diese Korrektur kann ich mir gut vorstellen, geht runter bis 57,40, 54, 58. Hier wäre ein Stabilisierungsbereich, eher hier die 57, wo wir dann hier eventuell wieder leicht long handeln könnte. Andererseits könnte hier der Markt vom Öl in diesem Bereich über Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre seitwärts in diesem Bereich drin laufen. Da muss man dann auch schauen, was hier, klar, der Iran ist jetzt momentan weggefallen als Öllieferant durch die Boykottierungen, aber die OPEC und auch Russland sind hier ohne weiteres in der Lage, ihre Produktionsstätten oder auch speziell die USA mit ihrem Fracking hier den Markt wieder sukzessive und doch sehr schnell wieder zu überfluten, was dann wieder für fallende Kurse sprechen würde. Also das Gold und das WTI-Öl ist für mich momentan keine Hilfe hier in der DAX-Analyse. Das Währungspaar Euro, US-Dollar läuft eigentlich auch seitwärts. Es hat schon eher die Tendenz jetzt hier nach oben. Wir sind hier auf einen Unterstützungsbereich gefallen, sind dann aus diesem Unterstützungsbereich rausgefallen, haben aber hier ein Umkehrsignal gemacht, ein 1, 2, 3 Tief. Zwar noch keine Trendfortsetzung, eine Trendfortsetzung wäre hier dann oberhalb einer 1, 12, 65 und dann eine Rücksetzung und dann eine weitere Trendfortsetzung. Also momentan würde ich hier eher auch von einer Seitwärtsbewegung reden auf dieser Unterstützung. Ja, da muss man jetzt wirklich abwarten, wie sich dieses Währungspaar verhält. Bricht es jetzt nach oben aus oder nach unten? Ich für meinen Teil denke schon eher zur Unterseite hin. Der Dollar zeigt Stärke, die Politik Donald Trumps zeigt Stärke, die Wirtschaftsleistungen in den USA steigen, die Arbeitslosenzahlen gehen dort zurück. Also momentan bewegt sich die USA nach oben. Und der Rest der Weltwirtschaft bewegt sich, wenn man hier den
ganzen Glauben darf, was man hier liest, bewegt sich zur Unterseite hin. Also hier ist momentan eine Diskrepanz da. Und das bedeutet, dass der Dollar stärker wird und das Währungspaar Euro, US-Dollar, wenn man das jetzt hier nur auf den Euro-Raum beschränkt, geht hier nach unten oder nimmt hier den Weg zum Süden vor. Das wäre hier dann eigentlich stabilisierende Wirkung auf den DAX. So, jetzt haben wir nur einen Indikator, den VDAX New, der mir hilft, etwas auszusagen. Und da ist einfach die Tendenz seitwärts laufen, weiter fallende Kurse. Aber was nicht heißen soll, dass wir auch eine Korrektur zur Oberseite hin sehen könnten. Wir gehen hier jetzt erst einmal rein in die Lang- und Schwarz-Indikation und schauen uns das hier an. In der Lang- und Schwarz-Indikation wurde der DAX gestern aufgefangen im Bereich der 38er EMA. Die hat mal wieder so das Zünglein an der Waage gespielt. Die 200er EMA ist hier unterhalb bei 11.756. Generell muss man sich dessen jetzt auch dieses Risiko, das momentan vorhanden ist, im Markt bewusst machen. Wenn man hier die ganze Wegstrecke anschaut, wir haben hier immer noch dieses Hoch vom Januar 2018, eine schöne Abwärtsbewegung und das, man darf das jetzt einfach nicht vergessen, das hier ist immer noch eine Abwärtsbewegung, dieses ganze Konstrukt, aber auch nur eine Korrektur aus dieser sehr starken Aufwärtsbewegung, beginnend im Februar 2016 bis zum Hoch 24.01.2018, ist das hier auch nur eine technische Reaktion zur Unterseite hin, die exakt fast, also dieses 61er Fibonacci aus dieser gesamten Bewegung heraus abgearbeitet hat, aus der logischen Konsequenz, das kann man jetzt auch im WTI-Öl sehen, dort wurde auch auf der Unterseite des 61er Fibonacci abgearbeitet und der DAX hier dann aus dieser gesamten Abwärtsbewegung, dieses große sind große 61er Fibonacci, das muss man immer wissen und sich immer vor Augen halten, aus denen heraus größere Bewegungen entstehen können, übergeordnet, wie dann diese einzelnen Unterwellenbewegungen sind, die wir hier versuchen im Stundenchart rauszufiltern, um hier einfach auch unseren Profit rausschlagen zu können. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die ganz große Welle ist einfach, die große Welle geht nach oben, die große Welle geht nach unten und die große Welle korrigiert sich hier jetzt aus. So, wenn man das jetzt so bedenkt, dass wir hier eigentlich in einer Korrektur waren, wäre eine Alternative, dass der DAX hier bis zum März 2020 in etwa noch einmal auf 9.095 fallen könnte. So, das ist aber ein Szenario, das schiebe ich ganz weit beiseite. Und darum bräuchte ich eigentlich jetzt gar nicht darüber reden. Für mich ist so der weitere Verlauf hier auf Tagesbasis einfach der, dass wir hier in einem Tree Driver, den sehen wir im Stundenchart besser, den werden wir nachher noch anschauen, diese Aufwärtsbewegung eigentlich hier in dieser Spitze des 61er Fibonacci, wir hatten hier eine Wolfe-Welle 5, hier war sichtbar, dass einfach die Luft dünn wird und Donald Trump mit seinen Tweets und den US-Zöllen war hier einfach nur jetzt der Impuls. Wäre dieser Impuls nicht gekommen, dann wären wir vielleicht hier doch noch längere Zeit seitwärts gelaufen, aber irgendwann wäre diese doch überfällige Korrektur von einem Anstieg von 20% zur Oberseite hin fällig gewesen. Wir hatten hier zwar schon zweimal auskorrigiert, das sind so jeweils 5%, wo der Markt Luft rausgelassen hat, also seine Übergekauftheit hier rausgenommen hat mit jeweils 5%, diese Aufwärtsbewegung abgebaut hat, die nächste Aufwärtsbewegung wiederum mit 5% circa die Luft rausgelassen hat und jetzt kommt wieder dieses Szenario, der Markt lässt von diesem letzten Anstieg wieder Luft raus. Jetzt muss man aber wissen, hier gehen 5% raus, hier gehen 5% raus, hier gehen 5% raus. Es ist aber immer noch ein Teil dieser Strecke und ein Teil, ja, dieser Strecke definitiv und ein Teil von dieser Strecke bis hierher definitiv sind dort noch Longhändler im Markt unterwegs und die Longhändler werden irgendwann einmal ihre Gewinne mitnehmen und realisieren, wenn sie das hier schon nicht schon begonnen haben.
Die ganz hartgesottenen Langfristanleger, die haben ihre Stops hier unten bei 11.282. Das ist so meine Denkweise. Und solange wir hier unter diesem Bereich nicht fallen, ist hier alles noch in Ordnung. Aber weiter unten hier bei 11.074 haben wir das 61er Fibonacci aus dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Und das ist oft so dieses Muster nach einem Dreieranstieg. Also man nennt es auch Retriever, kann man nachlesen, was das für eine Chartformation ist. Entstehen sehr oft größere Korrekturen, die wiederum diese Aufwärtsbewegung mit einem 61er Fibonacci auskorrigieren. Längerfristig gedacht könnte hier eventuell sogar dann ein Dreieck entstehen, das sich das auch bis Ende des Jahres so weiterlaufen könnte. Da muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier neue Allzeithochs dieses Jahr noch sehen. Wie gesagt, es kann sich auch das ganze Jahr oder bis im September, Oktober hier seitwärts bewegen in dieser Range und dann hier nach oben mit der Jahresendrallye, wenn sie denn nicht wieder ausfällt, so wie das letzte Jahr, zur Obenseite hin entfalten. Das ist jetzt aber alles ganz viel, was ich hier erzählt habe. So dieses Gedankenspiel, das bringt einen wirklich nicht weiter. Wenn ihr nämlich dieses Video zu Ende geschaut habt, wisst ihr schon nicht mehr, was ich hier jetzt am Anfang erzählt habe. Wir gehen hier noch rein in den Xetra-Tageschart und schauen uns den hier an. Das ist das Original, das ist live. Warum Xetra? Xetra spiegelt die tatsächlichen Aktien ab im DAX 30. Ihre Bewegungen und da ist nichts verfälscht. Der Xetra ist auch hier genau auf der 38er aufgesessen. Das hatte mal für kurzzeitig Stabilisierung gesorgt. Letztendlich haben wir hier auf Tagesbasis bei 11.852 einen nicht unwichtigen Bereich. Hier ist noch ein Gap vorhanden, das hier zur Unterstützung führen könnte. 11.852 übergeordnet kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier in diesem Bereich die rechte Schulter ausbilden. Auch hier kann hier schon ein Ende sein bei 11.741. Letztendlich könnte das aber auch runtergehen bis in den Bereich von 11.120 in den nächsten Wochen. Und da müssen wir dann schauen, in welchen Unterwellen wir hier so langsam nach unten laufen könnten. Generell haben wir hier oben jetzt schon die Nackenlinie. Ich habe sie schon neu angesetzt. Und solange wir hier unterhalb dieser Linie laufen, dieses Widerstands, können wir hier von einer rechten Schulter reden. Sollten wir hier nach oben ausbrechen, können wir schon Ziele abprojizieren zur Oberseite hin. Die liegen hier dann bei 14.446. Das ist das ganz große Bild. Am Wochenende zeige ich euch im Wochenchart, wie ich die Sache längerfristig sehe, so im Jahresfahrplan. Da sind wir auf Kurs. Wir sind hier ein bisschen übergeschossen schon mittlerweile auf Jahresausblick. Und jetzt sollte diese Korrektur kommen, ob die jetzt ziemlich schnell kommt oder ob die hier so ein bisschen gediegen mit so quasi eine größere A, B, C stattfindet oder ob wir hier viele kleine Unterwellen, viele kleine A, B, C sehen oder eine impulsive 3, eine 4, 5. Das muss man dann jetzt so langsam rausfischen oder zu beginnen. Ich für meinen Teil sichere ja nur mein Depot ab, um hier doch ein bisschen von dieser 20% Strecke zur Oberseite hin nicht allzu viel abgeben zu müssen. Letztendlich, wenn man investiert bleibt man dann auch nicht verschont, dass einem das Depot doch auch ein bisschen ja, schrumpft oder federn lässt. Ganz einfache Geschichte ist das. Und hier gehen wir jetzt rein in den Xetra 1-Stunden-Chart. So, da ist letzte Kerze vom 19.05.2019. Also hier hat da ist irgendwas schiefgelaufen aktuell. Hier bei Guidance, da kommen keine Signale rein. Das habe ich gestern schon gemerkt. Deshalb werden wir das hier jetzt überspringen und gehen hier rein in die
Lang- und Schwarzindikation, Tageschart, Stundenchart. Also hier haben wir ja diesen 3-Driver Aufwärtsbewegung. Die wurde hier abgeschlossen, gepaart mit einem 61er Fibonacci aus dieser gesamten Abwärtsbewegung. Ich lege das euch schnell noch einmal ein. Das seht ihr hier, das war dieses 61er Fibonacci bei 3357, genau hier. Und aus diesem Fibonacci heraus kann man jetzt davon ausgehen, das ist ja aber kein Gesetz, dass wir hier eine größere Korrektur sehen könnten bis in den Bereich, und das ist so mein Zielbereich momentan fürs Erste, das Größere, 11.695. Und in einer weiteren Bewegung hier dann letztendlich in den finalen Zielbereich 11.114. Diese Wegstrecke versuche ich zu handeln, immer wieder mal in diesen Abwärtsbewegungen reinzukommen. Letztendlich haben wir auch hier das hier, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, was hier passiert kann, was das hier bewegungstechnisch, wenn man das jetzt hier so sieht, wir haben hier eine erste Welle, wir haben hier eine zweite und wir haben hier eine dritte. Jede ging tiefer. Das könnte auch ein Tree Driver gewesen sein, der hier jetzt auch seinen Abschluss gefunden hat. Und von der Bewegungsthematik her kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass wir hier aus diesem Tief heraus jetzt hochlaufen bis in den Bereich 12.191 und dann diese Bewegung hier zur Unterseite hin, so in etwa, als erstes einmal abarbeiten. Gell? Andererseits kann es aber auch jetzt nochmals hier hochlaufen und hier runter gehen. Und das muss man dann sehen. Das wäre die Auskorrektur dieser letzten Bewegung, wenn der Markt hier diesen Zielbereich anläuft. Wenn der Markt natürlich hierher kommt, ist das eine größere Korrektur. Und es gibt ein Sprichwort, je höher der Markt fällt, umso tiefer kann er fallen. Manchmal da muss der Markt erst hochgehen, um hier diese tiefere Zielbereiche zu aktivieren. Wenn er hier runter geht, hat er nur diesen Zielbereich. Geht der Markt zum Beispiel hier hoch, dann kann der DAX aus diesem Bereich natürlich um einiges tiefer fallen. Und da kommen wir schon in den Bereich dieser unteren Aufwärtstrendlinie. Und das muss man immer wissen. Es sind Wellenbewegungen. Es gibt kleine Unterwellen. Das sind so diese kleinen Unterwellen auf Stundenbasis übergeordnet. Wäre das eine ganz große Welle zur Oberseite hin. Und noch einmal, merkt euch dieses Sprichwort. Je höher der DAX, man muss aber immer die vorhergehende Welle gesehen haben. Je höher der DAX steigt, umso tiefer kann er fallen, weil nur durch dieses Hochsteigen öffnet er auf der Unterseite neue Türen und Fenster und Zielbereiche. Und wenn der DAX hier nur kleine Wellen macht, dann kann er auch immer nur in kleinen Wellen zur Unterseite. Er kann auch mal was anderes machen, klar. Aber so wellentechnisch, laut meinem Verständnis, kann er dann nur wieder tiefer fallen, muss dann wieder nach oben auskorrigieren und dann geht er halt in mehreren Schritten zur Unterseite hin. Und hier bin ich mir momentan nicht ganz schlüssig mit dieser Bewegung hier. Wenn man das nämlich nur so sieht, 1, 2, dann könnte jetzt aus diesem Bereich die dritte Welle kommen. Aber selbst dann habe ich ein Problem mit der Oberseite, weil wo soll ich das denn, normal müsste man das hier anlegen, aber da ist einfach ein Niemandsland drin. Lege ich es hier an, bekomme ich natürlich ganz andere obere Ziele. Das ist momentan ein bisschen alles verwässert. Kein sauberes Bild für mich. Aber nichtdestotrotz haben wir hier definitiv für den heutigen Handelstag bei 12.100 eine wichtige Marke. Die müsst ihr euch merken. Wir haben hier bei 12.190 eine wichtige Marke, wo der DAX drehen könnte zu unserer Seite hin. Und wir haben auch bei 12.266 eine wichtige Marke. Er ist jetzt gestern Abend schon ein bisschen dahin gelaufen in diesem Bereich. Vielleicht reicht ihm das auch noch. Und dann kann man hingehen, wenn ihm das denn gereicht hat, dieses einfach rüberziehen, anlegen. Und dann haben wir hier unten auf der Unterseite einen Zielbereich bei 11.842.
Das wäre ja auch konform mit diesem Aufwärtstrendkanal. Also dieser Bereich hier ohne Wenn und Aber wäre eigentlich ja mal wieder ein Long-Bereich. Ja, nicht unbedingt bis Jahresende, aber kurzfristigerer Art könnte man hier in dieser Korrektur Long handeln, weil das wäre dann hier doch zumindest einmal bis zur Mitte dieses Trendkanals auf dieser Höhe doch einmal Potenzial zur Oberseite hin vorhanden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich schon auf den Wochenausblick und bleibt gesund, haltet die Ohren steif.